offiziellen Neueröffnung. Kein Regenschirm dabei, weil beim Wegfahren mit der U-Bahn hat es noch nicht geregnet, beziehungsweise jetzt schneit es ja fast. Ja, dann schauen wir mal, wie weit wir hier noch trocken ankommen. Und es soll um 1 Uhr kommt eine Kutsche von der Brauerei. Wer drin sitzt, ist ein Geheimnis. Das werden wir aber dann hoffentlich lüften, wenn wir vor Ort sind. Ja, jetzt sind wir hier schon seit einer Stunde im alten Simpel. Heute offizielle Eröffnung und hier spielt eine coole Kapelle. Wir wollten eigentlich das Interview herin machen, aber es ist einfach zu laut. Jetzt gehen wir raus und schauen mal, ob wir die Chefin gleich vor die Kamera bekommen. So, heraus ist es ein bisschen ruhiger. Aha, da sind unsere beiden schon. Unser Redakteur Dieter von Drotha. Ja, hallo. Ja. Wir waren jetzt drinnen, wollten eigentlich drin drehen, aber drin ist zu laut. Und jetzt sehen wir hier die, kann man sagen, zweite Chefin. Na, sie sind die Geschäftsführerin, genau. Gell? Und die Kollegin ist zwar Teilhaberin, oder wie nennt genau. man das? Okay. Ja, was gibt's zu sagen? Ja, hallo Chefin, ich hallo, begrüße Sie. Dich ganz gern. Sind die Sina. Ja, und genau. Damit auch die Chefin und Geschäftsführerin. Genau das. Insofern auch Inhaberin. Genau. Unternehmerin. Genau. Alleine? Nee, mit einer Partnerin. Wir haben zu zweit eine GmbH gegründet. Wie haben Sie es geschafft, diese Lokal übernehmen zu können und einen Sanigarten zu eröffnen? Ich habe davor 15 Jahre lang im Atzinger gearbeitet und hatte somit von der vorigen GmbH Kontakte zum Vermieter und habe darüber die Chance bekommen, als eigene Wirtin nun den Simpel mit anzumieten. Ja, man wundert sich schon ein bisschen. Ich, alter Simpel sind ja alt. Und als ich reinkam, fragte ich nach dem Chef. War kein Chef, ne? War kein Chef zu finden. Da hat eine gesagt, ich kenne mich nicht so aus, aber es gibt eine Sina und das sind Sie. Ja. Und voller Name? Von Tongelin. Tongelin? Ja. Ja, auch Uradel, deutsche Uradel. Von Tongelin ist, bürgerlicher ich, Name? Genau. Somit aus der Ecke von Belgien. Belgien, aus, Niederlande, ja. Aachen. Genau, Dreiländereck. Tongeren ist eine Stadt in Belgien, der Name. Wie sehr haben Sie sich gefreut, dass Sie so einen Erfolg haben, fast unerwartet in dem Umfang und von der Presse und von der Zeitung und von der Aufmerksamkeit her? Wir freuen uns riesig. Wir hätten nicht damit gerechnet, dass, ja. Dass das so gut wieder angenommen wird. Das ist wirklich sehr, sehr erfreulich. Ja. Frauenpower in diesem alten Metier, das man fast umtaufen müsste in junger Simpel, weil das Publikum ist ja jünger als ich, ja. als man, wenn man die Kinder mitrechnet, der Durchschnitt ist ja sehr klein. Aber die Tradition ist ja sehr alt. 1880 sowas. 1903. 1903. Genau. Die Katikobus war da aktiv? Genau, die war die erste Wirtin. Ja. Und hat eine Schwabinger Tradition erobert? Wie sehr können Sie daran anknüpfen? Oder freuen Sie sich, dass Sie nichts investieren müssen an moderne Möbel, indem die alten, abgegriffenen einfach so benutzt werden, wie sie sind? Es ist weder freuen, dass wir nichts investieren müssen, sondern dass wir eher so ein Zusammenspiel fördern wollten aus jung und alt. Und dadurch, dass die Wände jetzt rosa sind und wir moderne Lampen haben, war der Kompromiss die alten Stühle und die alten Tische, weil die unserer Meinung nach in Wirtshaus gehören haben. Super, auch das, genau. Diese Gebrauchsspuren sind ja auch ein Zeichen früher Tradition und Adel. Genau. Finde ich auch. Also Lederjacken müssen genauso Gebrauchsspuren haben. Genau. Meine Frage, diese Öffentlichkeitsarbeit hat ja funktioniert. Die ganzen Zeitungen waren ja voll. Ja. Auch die regionalen Zeitungen. Ja. Und Sie machen es ja wie die CDU in mehreren Welleneröffnungen. Stimmt das oder ich täusche da Eindruck? Wir haben eher jetzt letzte Woche mal langsam mit einem Pre-Opening starten wollen, um erstmal mit keiner Vollküche, sondern nur einer kleinen Teilküche mit ein paar Snacks erstmal den ganzen Betrieb wieder ins Laufen zu bekommen. Das Personal muss sich einstellen, die Küche muss sich einstellen, die ganzen Teams müssen sich erstmal bilden und die ganzen Abläufe müssen erstmal wieder funktionieren. Es war eigentlich, dass wir uns als Ziel gesetzt hatten, die Woche jetzt zu nutzen, um dann heute zu dem Ergebnis zu kommen, dass es heute dann auch gut funktionieren kann. Ja, und jetzt haben wir eine der zwei Besitzerinnen hier am Tisch und sie erzählen uns ein bisschen was hier über das neue Lokal. Ja. Also es ist ja das neue alte Lokal, der alte Simpel. Wir haben den jetzt neu übernommen und als zwei Frauen wieder aufgemacht und hoffen, dass wir so ein bisschen vom alten Glanz wieder in den Simpel reinbringen und haben
ein bisschen um das Konzept verändert. Wir haben jetzt eine Wand frei für Kunstinstallationen. Wir haben ein Klavier, auf dem man spielen kann. Oh yeah, oh yeah. Zulage. Der Höhepunkt. Genau, genau. Die Blasmusik und die Pferde. Genau. Sind da war dann jetzt der traditionelle Eröffnungspunkt, der jetzt ab heute ist wieder alles da. Es ist eine Vollküche, es funktioniert, die Abläufe funktionieren. Und das war eher unser Ziel, dass es jetzt so super angenommen wird und einfach voll ist und wir es so toll genießen dürfen, dass so viele Leute kommen. Das hätten wir jetzt eigentlich nicht erwartet. Ja. Alle Achtung. Ja. Damit wünsche ich Ihnen weiterhin viel Erfolg. Dankeschön. Und staune, dass es so in Schwabing weitergehen darf. Man hofft ja, dass die Tradition nicht untergeht. Es ist ja unglaublich, wie geschichtsschwanger hier dieses Lokal ist. Ja, das ist halt. Und da passt so was Jugendliches trotz allem gut hinein. Alles Gute weiterhin. Vielen, ja? Vielen Dank. Okay. Tschüss. Ciao, ciao. Dankeschön. Tschüss. Ja, und hier haben wir noch was am Tisch liegen. Hier gibt es eine Gewebeplane. Die haben wir heute mitgenommen, weil wie wir angekommen sind, hat es geschneit und geregnet. Und der Sahnegarten, der ist hier oben offen. Und wenn wir innen keinen Platz bekommen hätten, wir haben nämlich versucht zu reservieren, aber da gibt es eine Reservierungsagentur, die hat schon alles ausgesucht. Darum haben wir die Plane mitgenommen. Und die Plane hätten wir dann hier oben aufgespannt, hätten wir hier als Einzige im Freien sitzen können.